Hallo und herzlich willkommen zum 35. Internationalen Dokumentarfilmfestival München, DocFest München at Home 2020, die Online-Ausgabe des diesjährigen DocFest. Mein Name ist Eleonore Daniel und ich bin seit einigen Jahren Moderatorin hier auf dem DocFest. In unserer Reihe Best of Fest können Sie den Film sehen Shalom Allah von David Vogel. Auch dieser Film ist nominiert für den Kino-Kino-Publikumspreis, der gestiftet ist von BR und Dreisat. Ich freue mich nun darauf, dass ich ein schönes Gespräch führen darf mit David Vogel, dem Regisseur des Films von Shalom Allah. Herzlich willkommen. Shalom. Shalom, vielen Dank für die Einladung. Also in deinem Film hat man am Anfang das Gefühl, du wolltest eigentlich einen ganz anderen Film machen. Du hast dieses Interview gesehen in dieser Sendung im Schweizer Fernsehen mit Nicolas Blanchon und eigentlich wolltest du ja eher so einen so kam es bei mir an, einen kritischen Film über Muslime in der Schweiz machen. Ist das richtig? Also ich wollte eigentlich vor allem einen Film alleine über die muslimischen Konvertiten machen, ohne meine eigene Teilnahme. Und ich habe dann einfach gemerkt, dass der Film so nicht funktioniert, weil die Leute einfach gefragt haben, warum machst du diesen Film? Und ich möchte mehr über dich als Filmemacher erfahren. Wie kann es sein, dass ein Jude einen Film macht über muslimische Konvertiten? Und als ich dann die ersten Versionen des Filmes gezeigt habe und gesehen habe, dass mehr über meine Rolle gesprochen wird und weniger über die Protagonisten, habe ich gemerkt, dass ich mich einfach mehr einbringen muss. Ich glaube, du sagst am Anfang einen kritischen Film über muslimische Konvertiten. Ich glaube, der Film ist immer noch kritisch über muslimische Konvertiten, aber er bringt einfach mit meiner eigenen Biografie mehr Verständnis hinein. Ich habe versucht, verständnisvoll kritisch zu sein. Ja, ich finde, er ist vielschichtiger geworden dadurch. Also er zeigt dann eigentlich auch die Menschen, wie sie dahin gekommen sind, um zu konvertieren. Und er zeigt auch, dass es bei dir plötzlich wieder so, ich sage jetzt mal so Sachen aufgerissen hat und plötzlich du dich mit deinem abgelegten, vermeintlich völlig weggeschobenen Glauben wieder konfrontiert wurdest. Und das ist diese Vielschichtigkeit. Was ist Religion für uns in unserer Zeit? Frage ich mich auch bei diesem Film. Ja, also es gibt so eine Szene, eine ganz völlig normale Szene im Film, wo ich zeige, wie Aisha, eine Frau, ganz jung, eine Studentin, durch den Zürcher Hauptbahnhof läuft mit ihrem grünen Kopftuch. Und als ich am Anfang, als ich noch nicht im Film drin war und ich habe diese Szene reingeschnitten, dann habe ich persönlich diese Szene gesehen, habe gesehen, krass, hier geht eine junge Frau aus einem Bauerndorf, zieht ein muslimisches Kopftuch an und ich finde das krass, wie sie sich dem aussetzt. Ich hab sie bewundert, dass sie sich quasi einem Risiko hineingeht, dass man sie vielleicht beschimpft oder so. Das hat mit meiner eigenen Vergangenheit zu tun, weil ich weiß, wie es ist, wenn man seine eigene Religion zeigt. Die Leute, die diesen Film gesehen haben, ohne meine Beteiligung, die haben gesehen, eine Frau zieht ein Kopftuch an, sie ist selber schuld. Sie hatten keine Empathie für sie. Und das war mein Ziel in dem ich mich hineingebracht habe und erzählt habe, wie es war, mit einer jüdischen Kippa herumzulaufen, habe ich versucht, einfach diese Vielschichtigkeit, die du jetzt sagst, einfach quasi ein bisschen zu lenken, zu zeigen, hey, wenn du dich sichtbar machst mit deiner Religion, dann machst du dich auch verletzlich. Egal, ob man jetzt einverstanden ist mit ihren Gedanken, ihren Meinungen, ihren politischen Einstellungen. Sie macht sich einfach verletzlich. Und das dahin wollte ich. Mhm. Wie hast du eigentlich deine Protagonisten gefunden? Also Aisha hast du ja, war leicht zu finden bei YouTube, bei ihrem eigenen Channel. Aber die anderen, ich meine, immerhin so in diese Familie reinzukommen oder auch Johann, mit dem du ja anscheinend ein etwas gespaltenes Verhältnis auch hast. Wie hast du die denn gefunden und wie haben sie reagiert? Also zum Beispiel meine Hauptprotagonisten, das ist eben diese Familie, Franco und Miriam. Er ist ehemaliger Polizist und hat die SVP gewählt. Die SVP ist hatte damals ein bisschen die Rolle der AfD in Deutschland. Ich wusste von denen schon sehr früh. Ich habe gehört in Zürcher Muslimkreisen, es gibt dieses Konvertitenpaar aus dem Bernischen.
Und er war Polizist und sie, beide sind Italiener. Und ich habe schon sehr früh von ihnen gehört. Und ich habe dann über Umwegen eine E-Mail-Adresse erhalten und habe ein Jahr lang nichts gehört. Und erst nach einem Jahr, als ich eigentlich schon angefangen habe zu drehen mit Aisha, habe ich dann plötzlich ein Telefon erhalten von Franco und gesagt, und die haben dann gesagt, sie seien jetzt bereit, mich zu treffen. Und die Recherche meiner Protagonisten war extrem schwierig, weil das Misstrauen gegenüber Medien einfach sehr groß ist. Und ich hatte Mühe, zu erklären, was der Unterschied ist zwischen vielleicht Journalismus, Alltagsjournalismus, investigativer Journalismus und Dokumentarfilm fürs Kino. Ich hatte Mühe zu erklären oder glaubhaft zu erklären, dass ein Regisseur für einen Dokumentarfilm fürs Kino einfach auch die Perspektive seiner Protagonisten einnimmt oder versucht, wenigstens näher heranzukommen. Und die drei Geschichten, die ich erzähle, das waren die drei überhaupt, die überhaupt zugesagt haben. Ich musste nicht aussuchen, sondern ich musste die nehmen, die eigentlich ja gesagt haben. Und wie kam Johann zu dir? Johann habe ich über drei Ecken einfach von ihm gehört. Er war damals in Lausanne, also im französischen Teil der Schweiz, hat er angefangen, sich zu engagieren in der Politik. Und über drei Ecken habe ich ihn dann angeschrieben. Wir haben uns getroffen in einem Kebabladen und ich habe ihm erklärt, was ich möchte. Und er war das Skeptischste, weil er am Anfang über das Pro-Palästinensische in sein Interesse zum Islam angefangen hat. Und ich habe jedem von meinen Protagonisten gesagt, dass ich jüdisch bin und er hat ein bisschen Mühe. Genau. Und er hat dann, ohne dass ich ihm die Nummer gegeben habe, hatte er dann Aisha angerufen, meine andere Protagonistin, und sie hat ihm dann gesagt, hey, ich bin gar nicht so schlimm und er könne mir vertrauen. Und dann hat er zugesagt. Mhm. Aber ihr habt ja immer so ein bisschen, also du zumindest zu ihm, ein etwas gespaltenes Verhältnis, vor allen Dingen auch, wenn er da mit der Uniform auftritt, also mit seiner Kampfuniform und da Sport macht. Im Film hast du das nie direkt ihm gesagt, sondern uns, dem Publikum, dass du da so ein gespaltenes Verhältnis hast. Hast du es ihm auch mal gesagt? Ja, also ich habe mich am Anfang nicht getraut. Das muss ich ganz offen sagen. Dadurch, dass die Suche nach dem Protagonisten so schwierig war, hatte ich Angst, ihn zu verlieren. Die ersten vier Szenen, die man im Film sieht mit ihm, und so viele gibt es eigentlich gar nicht, habe ich alle am ersten Drehtag gedreht, weil er da am offensten war. Und als er gesehen hat, wie tief ich eigentlich eindringen möchte, desto verschlossener wurde er auch. Und er dachte, er hatte halt auch seine Vorteile. Genauso wie ich meine Vorteile hatte, hatte er Vorteile gegenüber Medienschaffenden. Und hat einfach gesehen, dass ich einfach tiefer und tiefer hineingehen möchte, dass ich dahin gehen möchte, an seine Hochzeit. Er hat seine Mutter mitgenommen an eine Art Integrationslektion. Da hat er auch Nein gesagt. Also das war alles sehr schwierig. Und ich habe dann immer um den heißen Brei herum gesprochen mit ihm, immer versucht, dass das mit der Zeit ein bisschen besser wird. Das war auch meine Erfahrung in all meinen anderen Filmprojekten, war es so, dass ich eigentlich mit der Zeit immer die Leute auf meine Seite ziehen konnte. Und bei ihm hat das einfach nicht geklappt. Und ich bin dann sogar ein zweites Mal nach Dubai geflogen, weil das erste Mal so ein Fiasko war. Und beim zweiten Mal bin ich dann vor die Kamera, habe ihm quasi das Funkmikrofon angeschlossen und wusste zu diesem Zeitpunkt, dass ich mich da einbringen muss im Film. Und da habe ich es ihm gesagt. Dann habe ich ihn gefragt, warum ist es so schwierig zwischen uns? Und auch er hat dann um den heißen Brei gesprochen und hat es ein bisschen auf die Medien geschoben. Und das ist das Resultat jetzt im Film, ja. Es ist aber immer noch so, dass wir uns privat sehr mögen. Also wir tauschen uns aus. Wie geht es dir in Corona? Wie geht es deiner Frau? Sobald die Kamera an ist, gibt es eine Verkrampfung, weil er sehr intelligent ist, sehr viel weiß über mögliche Fettnäpfchen. Also er ist einfach, hat die Kontrolle nie abgegeben, wenn das Lämpchen hier so grün leuchtet wie jetzt. Du bist ja jetzt durch diesen Film auch wieder
zu deinen jüdischen Wurzeln zurückgekehrt, möchte ich nicht sagen, aber sie haben dich wieder irgendwo eingeholt. Wo stehst du denn jetzt eigentlich momentan mit deinem Glauben? Also sagen wir es so, ich habe gelernt, mit diesem Projekt einfach darüber zu sprechen. Also das ist nicht ganz einfach, weil ich habe den umgekehrten Weg der Konvertiten gemacht. Die Konvertiten, also es gibt eine Theorie, es gibt wenig Theorie und es gibt wenig Wissenschaftler, die sich damit auseinandersetzen, aber in einem Punkt sind sich alle einig, wenn jemand konvertiert, egal ob zum Islam oder zum Veganismus oder zum Yoga, plötzlich macht er Yoga oder Fitness-Abo, am Anfang gibst du Vollgas und du bist kompromisslos und erst nach 2-3 Jahren findet man seine Position. Und bei mir war es genau das Gleiche. Ich war am Anfang, als ich gespürt habe, ich bin nicht mehr religiös, ich esse Schweinefleisch, ich esse Meeresfrüchte, ich mische Fleisch und Käse, Sabbat, nichts, Yom Kippur, nichts. Also ich war da nicht bereit, irgendeinen Kompromiss einzugehen. Und das heißt nicht, das hieß, ich war nicht bereit, überhaupt mal in eine Synagoge zu gehen oder Israel zu besuchen. Ich bin damals nach München gezogen, an die Filmhochschule. Ich lehnte alles ab, auch diesen Philosemitismus, den ich von vielen Kommilitonen gespürt habe oder von Freunden in München, das Interesse an Israel, das habe ich alles abgelehnt. Und erst mit den Jahren, das war ein kurzer Prozess, aber so erst mit den Jahren habe ich dann wieder gelernt, quasi meinen Frieden zu finden und zu sagen, ja, ich glaube nicht, aber das war schön und das war weniger schön. Und heute finde ich eher meinen Frieden und bin bereit, einfach zu sagen, ich glaube nicht an Gott. Ich habe eine nichtjüdische Frau, unsere Kinder werden ohne Glauben aufgezogen, aber ich vermisse gewisse, ich traue mich jetzt zu sagen und habe akzeptiert, dass ich gewisse Emotionen vermisse. Und zum Beispiel die Musik oder es gibt eine gewisse Ekstase auch im Gebet, in der Synagoge, das lasse ich jetzt manchmal ein bisschen zu, indem ich auf YouTube gewissen Melodien zuhöre. Manchmal habe ich die Lust, das wieder heraufzuholen. Mhm. Und das hat jetzt doch jetzt 10 Jahre gedauert, das zuzulassen. Und das hat dieser Film bewirkt, oder mir darüber klar zu werden, dass ich da eine eigene Position habe, oder? Und das ist irgendwo ganz weit am Rande, aber nicht mehr ganz, ganz am Rande, oder? Mhm. Ich mag den Titel von deinem Film. Der hat viele Diskussionen ausgelöst. Ja, ich mag das. Ich mag diese Mischung. Wann kam es dazu? Wann hast du dich dazu entschlossen? Auch erst im Schnitt. Also eigentlich wollte ich immer Grüezi Allah machen, also Servus Allah quasi übersetzt. Ich habe auch lange dran festgehalten. Ich fand Shalom Allah ein bisschen provokativ, ein bisschen gesucht. Bis so auch verbindend. Hier. Genau, ja, aber mir ist es einfach wichtig, einfach zu betonen, schlussendlich ist es immer noch ein Film über muslimische Konvertiten. Und ich hatte Angst, dass das Shalom zu fest das Allah überdeckt manchmal. Und ich merke einfach, dass wenn ich den Film zeige oder darüber spreche, dass ich mich eingebunden habe im Film, war Mittel zum Zweck. Und mir ist es einfach wichtig zu sagen, dass ich das gemacht habe, damit man Verständnis hat für den Schritt der muslimischen Konvertiten. Warum konvertieren Menschen, egal jetzt zum Islam, jetzt konkret in diesem Film, aber generell, woher kommen sie, warum machen sie das? Und deswegen habe ich lange gezögert, dieses Shalom hineinzubringen. Mhm. Du sagst irgendwann mal in dem Film, fragst du dich, ob wir verlernt haben, zuzuhören. Mhm. Sozusagen auch nicht mehr empathisch zuzuhören und nicht mehr frei zuzuhören, weil wir uns vielleicht blenden lassen von Symbolen, von Schubladen, die wir schon im Denken haben. Ich habe dann viel drüber nachgedacht und habe mir gedacht, vielleicht auch dieses viele Wissen, dadurch, dass das in den Nachrichten und da in der Zeitung und irgendwie, es gibt ja kaum noch irgendwas, was wir nicht wissen, wo wir dann irgendwie so frei auf jemanden zugehen können. Ja, das stimmt, das Wissen ist da und dennoch lassen wir manchmal die Grautöne halt einfach nicht zu, oder? Also ich merke das selber in meiner Alte, ich bin ja hauptberuflich Journalist und
ich merke einfach, dass, obwohl wir wissen, dass die Wahrheit wirklich in der Mitte liegt, dazwischen, berichten wir wirklich die ganze Zeit nur über Schwarz und Weiß. Also das merke ich ja selber. Ich mache ja selber Selbstzensur. Und diese Grautöne, sei es beim Islam, sei es bei anderen Religionen, auch in der Politik, die lassen wir nicht zu, weil es einfach nicht sexy ist. Es ist keine Story oder keine Geschichte. Und auch in einem Dokumentarfilm, das ist ja das Wort Story, ist jetzt vielleicht ein bisschen provokant, aber sobald es ein bisschen kompliziert wird oder ein Entweder-Oder, da gibt es keinen Platz dafür. Und es müssen immer die krassen Geschichten sein, auch im Dokumentarfilm, auch wenn wir einen Film aussuchen fürs Festival oder für das nächste Projekt aussuchen, das, welches irgendwie finanziert werden muss. Es muss halt immer so diesen Dreh haben, es muss Netflix-tauglich sein. So dieses langsame, essayistische, wer will das noch? Oder das sind so meine Antriebe und dieses Zuhören. Ich habe letzte Woche einen Podcast gemacht über Ramadan. Einfach ganz normal, wie feiert ihr Ramadan in Corona-Zeiten? Das war hoch umstritten. Ich habe schon lange nicht mehr so viele Reaktionen gekriegt, dass ich das überhaupt mache, dass ich denen überhaupt diese Plattform gebe, wie sie Ramadan machen. Das ist doch egal, dass die Corona haben, die sind selber schuld. Also ich merke einfach so mir zu viel Schwarz und Weiß. Und deswegen sage ich, wir lassen das nicht mehr zu. Oder? Und ich merke es bis heute ein bisschen. Es ist ja auch oft ganz leicht, wenn man gleich jemanden Schuldigen hat oder gleich das Böse so weiter. Dein Film ging über 7 Jahre, habe ich gelesen. Ja. War das einfach unter den Drehbedingungen oder wie du zu den Leuten kommst oder weil du eben auch noch nebenher als Journalist, also oder hauptberuflich als Journalist tätig bist? Oder war es auch, weil du hast zwischendurch gesagt, dass gerade, wenn man zu irgendwas konvertiert, egal ob jetzt zur Religion oder zum Fitnessstudio oder irgendwie, erst ist die Euphorie und dann verändert sich's. Wolltest du auch sehen, ob sie sich verändern? War das auch so ein Grund, warum du so lange dran geblieben bist? Ja, also es war natürlich auf lange angelegt. Dass es so lange dauert, hätte ich natürlich niemals gedacht. Das ist eine Vermischung aus privaten Gründen, professionellen Gründen und der Entwicklung der Protagonisten. Ich habe die Protagonisten auch nicht parallel gedreht, sondern fast hintereinander. Also Aisha war die erste und ich hatte immer die Hoffnung, sie war auch die einzige am Anfang. Und ich hatte immer die Hoffnung, dass ich dann andere Protagonisten auch kennenlerne, wegen des Misstrauens. Und das war auch dann der Fall, also das hat funktioniert. Dann, ich weiß nicht, wie viel ich verraten darf, weil ich nicht genau weiß, wie viele Leute jetzt den Film schon gesehen haben, aber eben gibt es ja eigentlich eine krasse Entwicklung auch mit Aisha und ich wusste immer, dass etwas passiert, ich wusste einfach nicht, was. Also außer den Extrembeispielen jetzt in Deutschland mit Pierre Vogel oder in der Schweiz mit Nicolas Blanchot, aber alle Konvertiten, die ich in der Recherche getroffen habe, auch von anderen Religionen, die haben alle ihre Position erst nachher gefunden. Ich war überzeugt davon, dass alle irgendwann mal alles wird relativiert oder eben nicht. Und meine anderen Protagonisten, Miriam und Franco, die machen auch eine Entwicklung durch. Am Anfang siehst du ihre Haare und am Ende wird das Kopftuch also sehr streng angezogen. Mhm. Oder das mit der Tochter und... Mhm. Also deswegen war es sehr, sehr auf eine Langzeitbeobachtung angelegt. Aber dass der Schnitt dann so kompliziert wird und so lange dauert, das hätte ich natürlich nicht gedacht. Also ich hatte gehofft, 3 Jahre, 4 Jahre, aber 7 Jahre ist natürlich sehr lang. Genau. Hast du noch Kontakt zu ihnen, zu deinen Protagonisten? Also ja, also zu Franco und Miriam habe ich einen sehr guten Kontakt. Sie stehen quasi, also mein Kinostart in der Schweiz musste verschoben werden wegen dem Lockdown. Ich hatte ehrlich gesagt auch Glück, weil wäre eine Woche früher gestartet, wäre der Kinostart quasi schon erfolgt und dann hätte ich nur noch ins Streaming gehen können. Jetzt ist er quasi verschoben und alle Festivalbesuche in der Schweiz oder in Vorpremieren fand mit ihnen statt. Und sie kooperieren auch, sie sind sehr offen, sie reagieren auch auf Kritik. Johann, der lebt heute in Dubai, er wäre gekommen für die große Kinopremiere und dann haben wir es im letzten Moment zum Glück abgesagt, sonst wäre er nicht zurückgekommen. Aisha ist ein Problem. Sie sieht ihre Geschichte mit dem Islam als eine Art, es ist wie wenn du Schluss gemacht hast mit deinem besten Freund
mit deinem Freund, nach einer langen Beziehung, dann willst du ihn einfach nicht mehr sehen. Und so, deswegen, ich pushe da nicht, aber sagen wir, also wir haben keinen Kontakt mehr. Aber sie hat den Film gesehen. Okay. Danke dir für deinen Film. Danke für deine Grautöne. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Interesse. Die vielen Ebenen. Danke. Sehr bereichernd. Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, dass du weiterarbeiten kannst, auch in dieser Zeit. Wie sieht's aus? Im Moment eher ruhig, aber ich bin dadurch, dass ich auch im Journalismus bin, habe ich im Moment sehr viel zu tun mit Corona. Also quasi, ich habe eine Schattenseite und eine sonnige Seite. Also ich spüre viel Interesse in meiner Tätigkeit im Journalismus, im Radio. Und ich sehe auch, es ist auch schön, dass man gehört wird. Und vom Film her ist es natürlich schwieriger. Und ich konnte den Film nicht so vielen Leuten zeigen, wie ich gerne hätte. Ich wäre so gerne nach München gekommen oder auch anderen. Und es gab in den USA so jüdische Festivals, wo ich sehr gerne gegangen wäre. Oder die Einladungen waren da, weil ich gehofft hatte, dass gerade so diese jüdischen Filmfestivals, da hatte ich das Gefühl, da kann ich viel gegen Islamophobie auch arbeiten, zeigen, dass es auch einen anderen Weg gibt. Und diese Gelegenheit ist jetzt leider ein bisschen weg. Und ich hoffe, ich kann das noch nachholen. Ja, da drücke ich dir ganz fest die Daumen. Danke vielmals. Alles Gute für dich. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao.